Was hatte ich denn, was hatte ich, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber was hatte ich denn nach Berlin verschlagen dann? Das war ja erst ein paar Jahre später. Genau. Also einige Jahre später dann. Du ja. bist seit 2007 oder so in Berlin? Seit 2007, ja. Mhm. Ja, das war, ich habe dann in Frankfurt mein Studio gehabt, wir sind langsam gewachsen, mhm. ne, wir sind immer größer geworden, plötzlich waren wir so 8 Leute, ich musste aus meinem alten Büro raus, bin in so einen alten Stall. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es in der Stadt noch Ställe gibt. Ne? Aber natürlich früher gab es halt Ställe in Städten. Ne? Es gab noch keine Autos und so. Und es war einer der wenigen Ställe, die es noch gab, sozusagen. Da würden sich alle Hipster heute die Finger nachlecken. Absolut, das war so ein Hinterhof, ne? Und da stand mhm. da so ein einzelnes Ding halt. Das war eigentlich so ursprünglich der Pferdestall gewesen. Und damals habe ich mich getrennt gehabt von meiner Partnerin. Bin dann da eingezogen sozusagen, es war auf 2 Ebenen gewesen, oben habe ich gewohnt, unten habe ich das Büro. Es war eine wahnsinnig spannende, tolle Zeit. Ich habe ganz viele internationale Leute bei mir gehabt und wir hatten einen Hof, wir haben gefeiert, wir hatten auch ein ganz starkes gemeinsames soziales Leben. Es war auch so ein bisschen so ein Traum von mir, so eine Kombination aus, wir arbeiten zusammen, aber wir haben auch eine Freundschaft irgendwie. Mhm. Ne? Und damals, wie gesagt, viele waren international, haben mit Frankfurt nichts zu tun gehabt, sondern sind eigentlich wegen dem Büro nach Frankfurt gekommen. Mhm. Und damals gab es eine offene Stelle in Wien von Zickmann, der ist nach Berlin gegangen als Professor. Und da war die Überlegung, ob ich mich bewerbe in Wien und war dann auch ein paar Mal in Wien gewesen, habe einen Vortrag gehalten. Auch eine schöne Stadt. Ja, ja. dann habe ich schon gemerkt, oh, die Leute kriegen so ein bisschen Muffesausen, ne, weil ich irgendwie so mit Wien liebäugle und weil sich dann natürlich auch die ganze Struktur verändern würde, wenn ich jetzt ein Professor wäre in Wien, noch in Frankfurt mein Studio hätte, dann wäre das irgendwie, dann müsste ich immer nach Wien reisen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, haben wir uns unterhalten drüber, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht. Mir ist mein Studio wichtiger einfach. Ne? Ich bin noch so jung, ich kann auch irgendwann in die Lehre gehen. Wo wollt ihr denn hin? Ne? Und dann haben die alle gesagt, nach Berlin. Ach, das ist wirklich die Frage in den Raum gestellt. Genau. Ihr entscheidet jetzt, wo wir hingehen. Genau. Ja, und ich war so, ich war ja vollkommen verankert in Frankfurt. Ne? Ich kannte dann ganz viele Leute, das ist eine kleine Stadt. Du hast dein ganzes Leben ja bis dahin dann eigentlich da verbracht. Ich kannte die ganze Szene, wenn du Scheiße gebaut hast, nachts irgendwo auf einer Party oder so, wusste das jeder. Das ist so. Und irgendwann bin ich durch die Stadt gelaufen. Wie gesagt, ich habe mich getrennt gehabt damals, war alleine. Und eins dieser Krankenhäuser habe ich mir überlegt, so, ist das dieses Krankenhaus, wo ich irgendwann mal sterben werde? Und dann habe ich mir gesagt, ja, komm, ich frage mal die. Man ist ja auch, ja, manchmal braucht es einfach einen Trigger, um was anderes zu machen. Mhm. Und da war einfach die Frage, sag mal, gibt es einen Ort, wo ihr lieber arbeiten würdet, was ihr spannender findet jetzt als Frankfurt, ne? Mhm. Nur weil das Büro hier ist und so. Und da haben die gesagt, wie gesagt, nach Berlin. Und dann bin ich erstmal fast ein Jahr lang nach Berlin immer gereist und habe ein Studio gesucht. Überall eigentlich, in Prenzlauer Berg und in Neukölln und so. Und habe dann hier gegenüber, alte Tabakfabrik, habe ich dann so eine Etage gefunden, wo die Vermieterin auch, die Besitzerin noch ist, der auch diese Tabakfabrik gehört und so. Und die fand das toll, dass eine junge Person so ein Studio da. Mhm. Und da sind wir dann eingezogen. Dann sind wir alle zusammen nach Berlin gezogen.